Guten Tag. Guten Tag, liebe Avatarinnen und Avatare, liebe Mitmenschen. Wie ich feststellen musste, nähert sich etwas. Und zwar das Ende eines Jahres, also 2012. Mutmaßlich wird dies dann zwar von etwas Ähnlichem nachgefolgt, aber das werden wir dann ja sehen. Ne? Die Neujahrsrede steht an. Schon im vorigen Jahr hatte ich kein Thema. Was aber natürlich das Verfassen und Abhalten einer Rede nur minimal stört, normalerweise so auch hier. Ja, und dieses Jahr, da dachte ich mir, da spreche ich einfach mal über nichts. Ja, und ich hoffe, das macht nichts. Ne? Ja, also, das Nichts als solches. Mit Nichts wird in der Alltagssprache ja ein universelles, abstraktes Konzept bezeichnet, das verschiedene Bedeutungsaspekte besitzt. Es kann jedoch darüber gestritten werden, ob es sich dabei nicht zum Teil nur um Homonyme handelt, die auf fehlerhaften Umgang mit der mit den Regeln der Oberflächengrammatik ja, also darauf zurückzuführen sind. Ne? Ja, und in der formalen Logik hingegen tritt nichts ausschließlich in Gestalt des sogenannten negierten Existenzquantors auf. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nichts im Gegensatz zu das Nichts kein Eigenname oder Nominator ist. Ach, übrigens heute sogar mit Krawatte, ne? Aber egal jetzt. Ne? Ja, also ein negierter Existenzquantor. Ne? Und nur, ausschließlich in dieser Gestalt tritt das auf. Entschuldigung gerade. So, Entschuldigung. Ich hoffe, das macht nichts, aber nee, den hatten wir, also egal, ne? Also, damit wird im Umstand Rechnung getragen, dass das Nichts, im Gegensatz zu das Nichts, kein Eigenname oder Nominator ist und nichts existiert und das Nichts existiert, das ist keineswegs synonym. Und ich denke, das sollte uns schon zum Denken geben. Weiterhin kann man sagen, dass das Substantiv Nichts zudem bezogen werden kann auf etwas Abwesendes, dessen Anwesenheit aber erwartet wurde. Das nennt sich dann auch Nihil Privativum. Oder etwas Wesenloses, Nichtiges, nicht Greifbares. Ne? Oder etwas nimmt doch der eigentliche Inhalt, das innere Sein und Leben fehlt. Also es ist bloß der bloße Schein. Ja. Und ebenso kann man dann natürlich damit eine Person oder eine Sache als unwert, unbedeutend, gehaltlos und nichtig etikettieren.
Ich sag da jetzt mal nichts dazu, ne? Aber vorstellen könnte ich mir da, ihr wisst schon, weil ich denke, ihr bestimmt auch, ne? Also zu den einzelnen Punkten, ne? Naja, aber ich will euch jetzt auch nicht zu lange aufhalten, ne? Weil ich meine, wie sagte schon Ludwig Wittgenstein, ne? Der Dieter Nuhr in der Philosophie, wie sagte der schon so schön, Moment, wo habe ich jetzt die Stelle? Naja, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Zumindest sollte man das ja versuchen. Ne? Das gelingt nicht jenem und jeder gleichermaßen gut, ne? Ist schon klar. Und ihr wisst schon, und naja, egal. Aber einen hätte ich noch. Einen hätte ich noch. Der Ernst Bloch. Ernst Bloch, das ist der, jener Namensvetter meines Avatares. Was der nämlich unter nichts versteht, das ist das noch nicht Seiende. Und da sehe ich einen Zusammenhang mit einem befreundeten Freak, der mir vor einigen Jahrzehnten im Erkenschwicker Stadtpark zugerufen hat: Mach was, aber mach! Ja, und ich denke, in diesem Sinne, liebe Avatarinnen und Avatare, reell und virtuell, dann lasst uns doch immer einmal daran denken, wenn wir sagen, jo, macht nichts, ne, macht nicht. Es macht tatsächlich nichts. Ne? Wir müssen was machen. Ne? Jo, denkt mal dran. Alles Gute in allen Welten. See you.